Amanda, ich bin 8 Jahre alt. Und ich bin Liz. Ich bin 10. Meine Hobbys sind Tricking und Fußball. Und ich reise und fotografiere gerne. Gemeinsam sind wir die schlauen Reporter. Bestimmt habt ihr auch schon mal dieses Herz mit den 3 Buchstaben gesehen. AWO, wie auf unserem Schulbus. Und weil wir sehr neugierig sind, haben wir uns gefragt, wofür stehen wir eigentlich? Und das ist unsere Redaktion. AWO, boah, check mal, was die alles haben. Guck das mal aus. Okay. Okay, wo fangen wir an? AWO, was bedeuten diese Buchstaben wohl? Also das A steht für Arbeiter. Natürlich sind doch Arbeiterinnen gemeint. Und das wo steht für Wohlfahrt. Und Wohlfahrt bedeutet, dass man sich um andere Menschen kümmert, damit es denen gut geht. Tja, so ist das halt. Liz, funktioniert unser Glasboard eigentlich wieder? Ja klar, habe ich repariert. Sollen wir es ausprobieren? Schau mal, die AWO steht für Werte wie Gleichheit, Toleranz, Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität. Das bedeutet, dass alle Menschen, egal woher sie kommen oder welche Religion sie sind, in unserer Gesellschaft mitbestimmen und mitmachen können. Stimmt, hier in der Wohnstätte für Menschen mit Behinderung machen die das. Wollen wir uns das mal anschauen? Okay, und los. Das ist Heike Linke. Sie leitet die Einrichtung hier. Heike, wie funktioniert das hier? Ja, in unserer Einrichtung hier wohnen 24 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Wir haben alles mit dabei, von einer leichten geistigen bis zu einer schwersten Mehrfachbehinderung. Hier nebenan tagt der Bewohnerbeirat. Die beschäftigen sich gerade mit der Frage, welches ist unser nächstes Ausflugsziel? Das dürfen die nämlich hier selber entscheiden. Bowlen gehen, schwimmen, Disco und Rudelsingen. Wer ist denn für Rudelsingen? Ja! Und fühlen sich die Bewohner auch wohl hier? Ja. Das fragt ihr sie am besten mal selber. Und fühlst du dich auch wohl hier? Ja. Und was machst du so hobbymäßig, Tobias? Ich bin Hobby-DJ. Name DJ Tobi. Solidarität. Das heißt, dass sich alle gegenseitig helfen. Vielleicht können wir uns das ja mal anschauen. Ja, hier vielleicht. Hey, das hier ist eine offene Ganztagsschule, die AWO betreibt. Die Kinder aus der 4. Klasse helfen den Kindern aus der 1. Klasse bei den Hausaufgaben. 8 zum Kochen verwendet. Wie viele sind noch übrig? Also, schreib mal auf. Du musst 9 plus 9 rechnen. Wie viel ist das? Und dann die gekochten abrechnen. 10! Richtig! Und zur Entspannung vom Hausaufgaben machen, liest eine Mitarbeiterin den Kindern regelmäßig vor. Außerdem kochen die Kinder oft gemeinsam Mittagessen oder helfen beim Schnibbeln. Manche Kinder sind Vegetarier. Auch okay. Das nennt man Toleranz, den anderen so annehmen, wie er ist. Oh, wir haben den Pilze vergessen. Gibst du mir mal den Pilz? Ja, bitte. In dieser Kita der AWO spielen die Kinder viel an der frischen Luft oder im Wald. Da können sie sich frei bewegen und austoben. Und dann entscheide mal für dich, nimmst du dir einen? Was machen die Kinder da in der Runde? Das ist unser Kinderrat, der tagt einmal in der Woche. Und in dem Kinderrat können die Kinder ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern. Jetzt ist die Kim dran. Die Kim darf sich was aussuchen. Hier haben die Kinder ein Mitspracherecht, was sie zum Beispiel zum Frühstück haben möchten. Weil wir die Kinder in ihrem Leben, in ihrer Eigenständigkeit unterstützen wollen. Sie sollen verantwortlich sein, ihre Wünsche und Bedürfnisse lernen zu äußern. Weil die Kinder sind schon kleine Persönlichkeiten. Wenn das Wetter mal nicht so toll ist, gibt es aber auch drin viel zu entdecken.
Eins ist mir noch aufgefallen. In den AWO-Kitas spielen Jungs auch mit Mädchensachen und Mädchen spielen mit Jungssachen. Aus welchen unterschiedlichen Ländern kommen die Kinder hier so? Also wir haben Kinder aus 7 verschiedenen Ländern und bei uns ist es auch so, dass wir ganz viele verschiedene Mitarbeiter haben, die auch aus unterschiedlichen Ländern kommen und auch ganz unterschiedliche Kulturen haben. Wir haben Mitarbeiter, die tragen ein Kopftuch, wir haben Mitarbeiter, die sind tätowiert und bei uns ist jeder willkommen als Mitarbeiter und auch als Kind und Besucher der Einrichtung. Amanda, guck mal hier, Work. Arbeiten die da? Da steht was von werkorientiertes Reintegrationsprogramm. Boah, schwieriges Wort. Hey, und das checken wir jetzt. Hey, was baut ihr da? Ein Vogelhäuschen. Und warum machst du das? Das machen wir für die älteren Menschen nebenan im Seniorenwohnheim. Und warum bist du hier? Bist du Arbeiterin? Nein, ich kam in der Schule nicht so klar. Aber hier macht der Unterricht viel mehr Spaß, zusammen mit dem Handwerk. So schaffe ich auch bestimmt den Schulabschluss. Hallo, ich wollte mal fragen, ob mein Vogelhäuschen schon fertig geworden ist. Hi, klar, Helmut, ist gerade fertig geworden. Klasse. Und so haben die Jugendlichen von Work Opa Helmut ziemlich glücklich gemacht. Die helfen aber auch einmal pro Woche hier im AWO-Seniorenzentrum mit, wo ältere Menschen wohnen, die dauerhaft gepflegt werden müssen. Ja, die essen, schlafen und leben hier. Keiner ist einsam, denn es gibt viele, viele Aktivitäten. Die Jugendlichen zum Beispiel lesen manchmal vor oder spielen Gesellschaftsspiele mit ihnen. Sogar eine Salzgrotte gibt's mit Entspannungstrainerin Inga und für eine bessere Atmung. Und jetzt kommt der Hammer. Darf ich vorstellen, Therapiebegleitschwein Felix mit Herrchen und Physiotherapeut Herrn Vermeulen, der mit Hilfe von Felix Emotion und Lebensfreude fördert. Denn viele alte Menschen kennen Schweine noch von früher. Felix gehört schon fast zur Familie. Ja, Schwein gehabt. Hey Amanda, hast du eigentlich gecheckt, was die AWO mit den Arbeiterinnen und Arbeitern zu tun hat? Fragen wir doch Opa Helmut. Wisst ihr eigentlich, wie die AWO entstanden ist? Das war so. Es war einmal eine Arbeiterin, die hieß Marie Juratz. Da ist sie. Alles fing vor ungefähr 100 Jahren an. 1919. Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende und viele Menschen waren verletzt und arm. Und Opa Helmut erzählt, wie Marie Juratz am 13. Dezember 1919 die AWO gegründet hat. Sie feiert also 2019 ihren 100. Geburtstag. Marie Juratz richtete zum Beispiel solche Nähstuben ein wie hier. Die Menschen nähten Kleider und verdienten Geld damit. Außerdem gab es damals Mittagstische mit günstigem Essen, Werkstätten und Beratungsstellen. Die Nazis verboten die AWO. Es kam der Krieg und alles war zerstört. Doch die AWO machte weiter und half den Menschen, denen es sehr schlecht ging. Bald ging es den meisten Menschen wieder besser, aber eben nicht allen. Und so kamen für die AWO andere Aufgaben und Einrichtungen hinzu. Guck mal, die AWO hat heute 333.000 Mitglieder. Die AWO betreibt 13.000 Einrichtungen mit über 200.000 Menschen, die dort arbeiten. 65.000 Menschen arbeiten unentgeltlich in den Einrichtungen der AWO. Das nennt man Ehrenamt. Tolle Sache! Ja, und dann sind da auch noch die vielen, vielen Beratungsangebote, die wir gar nicht alle aufzählen können. Die AWO hilft Kindern, Jugendlichen und Familien bei Problemen, Menschen, die Zuflucht in Deutschland suchen, Menschen mit Drogenproblemen oder die Schulden haben und so weiter und so weiter. Das kann man auf der Website awo.org alles sehen. Aber etwas wollten wir euch noch selbst zeigen. Das ist Anna vom ambulanten Pflegedienst der AWO. Sie fährt zu älteren Menschen, die zu Hause gepflegt werden müssen. Hallo, die Oma wartet schon. So wie Marias Oma. Anna misst zum Beispiel den Blutdruck,
hilft bei der Körperpflege oder hat einfach mal ein offenes Ohr für Sie. Tschüss, bis morgen. Hier in der AWO Tagespflege habe ich Oma Ingeborg kennengelernt. Sie ist schon 94 Jahre alt. Du bringst mir Glück, mein Kind. Sie hat mir erzählt, was sie in ihrem Leben mit ihren Händen alles schon gemacht hat. Kinder großgezogen und ganz viel gearbeitet. Anders als im Seniorenzentrum sind die älteren Menschen nur tagsüber hier, bekommen Essen, machen Spiele oder Gymnastik und werden abends wieder nach Hause gebracht. Oma Ingeborg fühlt sich hier in der AWO-Tagespflege sehr wohl. Das leckere Herz der AWO. Sag mal, eins ist mir noch unklar. Wieso ist das Herz auf einer Seite eigentlich offen? Na, das ist doch ganz einfach. Hier, die Menschen, die bei der AWO arbeiten, zeigen es uns. Die AWO hat ein offenes Herz für alle. Und habt ihr alles gecheckt? Na dann, tschüss!